So. Ich sehe tote Menschen. Nein, eigentlich nicht, zum Glück noch nicht. Wir müssten das Ganze jetzt theoretisch um eins verschieben. Allerdings können wir das Ganze auch so machen. Wir verschieben das hier um eins. So, zack. Und zack. So, jetzt müssen wir nur noch eine neue Straße bauen. Warum tue ich das? Naja, sagen wir es mal so. Ich würde gern noch mehr Wohngebäude bauen. Okay, Hier es reiße ist ich die Zeit für ein paar Straße ein. Verbesserungen. Das heißt, ich nehme den Bereich. Ach so, halt. Ach, hier muss ich die Maustaste gedrückt halten. Okay. Ja, mir ist es wichtig, noch mehr Wohngebäude bauen zu können. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, ich muss die Kreditbilanz halt eben auf einen Wert von 2000 bringen. Und das geht halt nicht einfach so. Einfach so mache ich jetzt aber mal Folgendes. Unsere Ressourcen reichen gerade so aus. Deswegen lasse ich jetzt das mal. Biokost ist in Ordnung. Die Wasserproduktion ist auch in Ordnung fürs Erste. Die Arktis. Betreten Sie die Arktisregion. Öffnen Sie das Strategiemenü. Öffnen Sie den Arktissektor. So, jetzt lassen wir doch erstmal. Unternehmenslabel Neue angepasst, Firmenstufe. um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. Iridium plus 29, Graphen plus 19. Boah, das ist ja fett! So. Fabrik Upgrades. Wählen Sie eine Fabrik an und investieren Sie Graphen, um ein Produktionsmodul zu bauen. Okay. Kobaltscherer. Hier wird die Produktivität erhöht. Unterhaltskosten steigen um 50% scheinbar. Arbeitskraftwartung minus 20%. Energiewartung minus 10%. Logistikwartung minus 2%. Um die Logistik mache ich mir ehrlich gesagt weniger Die Gedanken. Kurve von Leisheng Produktivität, Electricity deutet steil Graphen, nach oben. 5, Credits, 300. Aha, das macht mir nichts aus. Das interessiert mich ehrlich gesagt momentan erstmal gar nicht. So, die Fabrik hier, die läuft. Credits 300, Produktionsmodule. Unterhaltskosten plus 50%. Kann man, glaube ich, machen, oder? Gute Machen wir Systeme sind hierhin. die halbe Miete. Dahin. So. Dann wäre das schon mal Numero Uno, ne? Richtig? Sehe ich das richtig? Ach, das sieht einfach wunderschön aus, die Mine. Wenn so eine Mine immer aussehen würde, dann, ihr wisst, was ich sagen will, ne? So, da hätten wir dann Wartung. Da hätten wir einen Unterhaltskosten plus 50%. Das wären halt auch wieder Credits an Wartung von 50. Natürlich, Aber noch ganz mehr. ehrlich, komm schon, das können wir uns erlauben. So, zack, wir klatschen das jetzt hier hin. Und da haben wir unser 50 Abzug oben an der Kreditbilanz. Ist aber okay. Ja, damit habe ich jetzt wirklich nicht das Problem. So. Wir brauchen mehr Wohnungsgebäude, haben wir gesagt. Ich würde gern ein bisschen was ausbauen. Und aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist dieser Wohnkomplex verrutscht. So. Neuer Wohnkomplex. Ach so, da reicht der Platz um ein Feld nicht. Um ein Feld. Mensch. Muss es jetzt echt sein? Dann mache ich halt das Ganze eben so und dann reißen wir den Müll hier einfach ab. So. Und dann hätten wir Platz für weitere Wohngebäude. Beziehungsweise in dem Fall erstmal einen Wohnkomplex. Und hier einen. Und hier leider Gottes keinen mehr. Es sei denn, wir würden jetzt hergehen und würden die Straße verlagern, was ich natürlich mache, denn ich bin ja in gewisser Weise auf Effektivität aus. Auf dem Mond ist es scheinbar so, dass man tatsächlich die Nähe zu Produktionsstätten suchen soll.
um die gewisse Wärme zu erzeugen. Das habe ich jetzt so noch nicht ganz verstanden, aber ganz ehrlich, das machen wir mit Zeit. So, ich nehme das da und werde es mal eben einfach drehen. Genauso das da und das da. Und der Pipeless darf gerne Richtung Straße gehen. So ist es okay. So ist es absolut okay. So mag ich das vom Design her. So, 1500, 1000, komm schon, Richtung 1600. Wir müssen 2000 erreichen an der Kreditbilanz. So, da haben wir unsere Mini-Aufstellung, angestellte Lagerhäuser, Wartung, was die Ausgaben angehen. Okay, alles klar. So, Energie passt gerade mal noch so. Ja, wir haben ein bisschen Überschuss, das ist in Ordnung. Wie sieht es aus jetzt mit... Aha, ich dachte es mir schon. Die Biokost wird rar. Das heißt, wir müssen um 20 Unterhaltskosten, okay, 5 Energie, 15... Ja gut. Was? Wie? Wo? Moment, ganz kurz. Moment. Lass mich mal eben ganz kurz hier noch das da bauen. So, dankeschön. Fabrik-Upgrades. Wählen Sie eine Fabrik aus und investieren Sie Graphen, um ein Produktionsmodul zu bauen. Ja, das haben wir ja schon. Ach so, das geht natürlich auch bei diesen Geschichten. Ja. Okay, alles klar. Produktionskosten, Wartung. Wird halt ein bisschen gesteigert, aber die Produktivität steigt auch. Ganz ehrlich, bei den Reisfarmen, warum eigentlich nicht, ne? Meine Arbeitskraftwartung, ja gut, wir haben genug Arbeiter, wir haben genug Arbeiter, das muss mich nicht wirklich interessieren. So, Unterhaltskosten. Haben wir? Eisfeld. Moment, wie, was, wo? Ein Reis, ein Weid, ach so, oh. Oh, okay. Verstehe. Jetzt habe ich verstanden, worauf du hinaus willst. Okay, das geht natürlich auch von der Energie weg. Aber es läuft alles soweit ganz gut. Wie sieht die Produktion aus? Die Produktion sagt, ja. Die macht so ein little bit headbanging. Ich würde fast sagen, Wassercredits, Polypen... Baukosten... Was? Sam... Okay, Moment, mache ich gleich. Machen wir jetzt. Eine... Drehen Sie die Arktisregion. Können wir machen. Gleich. So, jetzt pass auf. Wir haben hier unser Kommandoschiff. Wir klettern in die Steuerung, rechtsklicken, um es zu bewegen. Okay. Enttäuschen Sie uns nicht. Haben wir soweit? Wie bei jedem Projekt geht es hier um eine verlässliche Finanzierung. Ich könnte etwas beitragen, aber die Mondlizenzierung hat letzte Zeit unsere Bilanz verhagelt. Also... Ja, natürlich. So, mein Kommandoschiff auf jeden Fall. Komm, das schicken wir erstmal zurück zum Hafen, würde ich sagen. Da ist es dann wenigstens sicher. Hoffe ich jedenfalls. So. Die Brücke, an der kann ich ja noch nicht bauen, ne? Ja, richtig. Da brauchen wir 2000 Administratoren. Was wir auf jeden Fall genug haben, sind Wasserbauplätze, beziehungsweise Küstenbauplätze. Und tatsächlich würde ich sagen, bauen wir hier nochmal was fürs Wasser, für die Wasserversorgung. Brauchen dann natürlich noch eine Straße, ist klar. Wobei, warte mal, wir bauen erstmal von hier aus, hier hin. Das ist sogar eine gerade Verbindung. Perfekt. So, ja. Okay, die Logistik senkt sich gerade immens. Deswegen würde ich sagen, wir... Und da haben wir schon wieder ein Problem mit der Energie. Okay, welche Kraftwerke haben wir abgeschaltet? Hier ist beispielsweise eins. Und go. So, haben wir null Energie als Reserve. Wir schaffen es allerdings jetzt gerade mal so, über die Runden zu kommen, ist in Ordnung. Akzeptiere ich soweit.
Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich weiß nicht, inwieweit das ihr beispielsweise die Teaser-Videos angeguckt habt oder so von Anno 2205. Wenn man sich beispielsweise mal die Vorgänge anschaut, beziehungsweise die ganzen Titel, die bisher existieren. Was? Bietet um militärische Unterstützung bei Mission Blabla. Ja, da kommen wir gleich dazu. Ja, bla, Schnauze. So, dann ist es so, dass wenn man beispielsweise den Vorgänger nimmt von 2070 und 2070, kommt man im Prinzip eigentlich auf den Wert 666. Das ist die Zahl des Teufels, ne? Kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Das ist ein gewollter Scherz von den Entwicklern, tatsächlich. Ja, ja, ob man es glaubt oder nicht. Oh, okay, da gibt's eine Mission für uns und auch hier gibt's eine Mission für uns. Oh, yeah. Okay, die nehme ich gerne mit, sobald ich im Prinzip bereit bin. Das ist ein gewollter Scherz der Entwickler und geht eigentlich darum, wenn man jetzt beispielsweise die alle Titel nimmt aus der Arno-Reihe, dann kriegt man stets die Quersumme von 9. Beispielsweise jetzt im Endeffekt von 2205. 2 plus 2 plus 0 plus 5. Gibt was? Nein. Ja, richtig. 9 und nicht 13. So, das ist eine Sache. Nur um euch mal ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Das ist also ein gewollter Scherz der Entwickler. Immer noch an die Firma. Wenn ihr Fragen dazu habt... deine Stimme die Welt erschüttern. Ah ja, alles klar. Konservennahrung geht runter. Ja gut, ist erstmal wurscht. So, wir brauchen noch ein bisschen... Wir brauchen weitere Wohngebäude. Ganz ehrlich, wir brauchen erstmal weitere Wohngebäude. Ich brauche... Moment, da zoomen wir mal ran. So. So, ja, das gefällt mir. Jetzt muss ich aber das hier drehen, weil das gefällt mir nicht. So gefällt es mir schon eher. Ich muss meine Kreditbilanz erhöhen. Das ist das eine. Das andere ist, jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn hier? Fabrik-Upgrades, ja, das kennen wir. Viele Sektoren, das haben wir uns auch schon angeguckt. Die Kreditbilanz, oh, das ist schwierig. Belohnungen, normaler Feuerwerk, Springbrunnen, Ornament und Kaltfarben-Feuerwerkeinstellungen, Ornamente. Da haben wir bis jetzt bloß, verschönert ihre Siedlung, Blumengarten. Klatschen wir vielleicht hier noch. Achso, kostet er was an? Ne, er kostet nur an Anschaffung, ne? Nur Anschaffung. So, der Blumengarten ist recht klein. Machen wir das vielleicht so, oder? Oder knallen wir das hier hin? Können wir das... Oh, eine Fabrik. Ja, ich weiß nicht. Hier hin. Hier ist Platz. Hier ist schön. Und dann vielleicht noch hier hin oder hier hin. Ja, ich möchte die ganze Struktur auch ein bisschen... optisch schön halten. Können wir hier noch was hinklatschen? So. Betreten Sie die Arktisregion. Öffnen Sie das Strategiekarte-Menü. Starten Sie Arktis-Sektor. Das gucken wir uns doch das mal an. Werfen wir einen Blick auf Ihr Territorium. Es war eine diplomatische Meisterleistung, die Custodians dazu zu bringen, ihr Land für private Firmen zu öffnen. Daher sind sie bei der Standortwahl etwas eingeschränkt. Okay. Was haben wir hier? Arkia-Schollen. Vier Inseln über ungefähr gleiche Größe bilden die Arkia-Schollen, die viel Bauland bieten. Dieses Gebiet hat schon das Interesse eines anderen globalen Mitbewerbers geweckt, der seine Handelsrouten erweitern will. Okay, wenn ich jetzt mal einen Vergleich... Okay, pass auf. Ikuma-Gletscher. Riesige Berge reichen bis zum Ikuma-Gletscher hinauf und lassen kaum Platz für anderes.
Viele aufgegebene Bohrplattformen setzen dem Meer zu und die Arctic Custodians behalten sie genau im Auge.